Und willkommen zurück zu Let's Play Ocarina of Time Master Quest. So, wir wollen da jetzt hin. Die warten schon auf uns. Na, dann lassen wir sie mal nicht zu lange warten. Oh, ich habe was vergessen. Das ist Link. Ich bin Yuzuna und los geht's. Ach, komm schon. Geht doch. Gut, jetzt bin ich an dem anderen Vieh halt einfach mal vorbeigerannt. Passt schon. Ich habe auf dich gewartet, Link. Dies ist die heilige Lichtung, mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Das kann ich fühlen. Spielst du hier die Ocarina? Kannst du zu den Geistern des Waldes sprechen? Machst du mir die Freude und spielst mit mir? Ja, klar. Versuch die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? Ups. Ha. Ja, ist gut. Ach so, A drücken. Ich war auf dem falschen Ton. Passiert. Wie wunderschön. Ich habe gedacht, da kommt eine Cutscene. Du darfst dieses Lied nie vergessen. Versprich es. Willst du meine Stimme hören, so spiele Salias Lied. Und du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Du hast Salias Lied erlernt. Yay! Sehr schön. So. Damit können wir jetzt wieder zurück zum Schloss. Diesmal rennst du nicht weg. So. Aber wir nehmen jetzt die Abkürzung. Ach nee, wir brauchen noch gar nicht zum Schloss. Quatsch, was sage ich denn da? Zu den Goronen! Auf zu den Goronen! Oh Gott. Link, hat Salia dir ihr Lied beigebracht? Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Ich hörte, dass an anderen Orten ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu lernen. Zum Beispiel in Hyrule. Platzierst du die Ocarina auf C und wählst sie aus, werden Notenlinien erscheinen. Ich empfehle dir, hier eines der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinien spielen. Auch das macht Spaß. Muss ich alles noch einmal sagen? Nein. Alle Lieder, die du lernst, werden dir im Statusmenü angezeigt. Lerne sie, denn du wirst sie häufig brauchen. Ich soll eins der Lieder hier spielen? Ob ja nicht, dass das was bringt, aber... Na, mit Salia will ich jetzt ehrlich... Ups, nicht reden. Ja gut, ich werde schon rausfinden was. Okay, gehen wir erstmal zurück. Wir müssen hier eh raus. So, hopp. So.
So, jetzt können wir zu den Goronen, ne? Ob wir den Dungeon heute noch schaffen? Mal gucken. Also, was heißt heute? Ich nehme halt wieder am Stück auf und teile die Parts erstmal so nur im Video mit Hallo und Tschüss und Hallo. Und mein Ziel ist es eigentlich jetzt noch gut eine Stunde aufzunehmen, dann habe ich 2 Stunden Aufnahmematerial. Das sollte meine Festplatte problemlos mitmachen. Ja, doch, das könnte passen mit dem Dungeon. Ungefähr. Pi mal Daumen. Circa. Ich werde sehen. Es hält immer so viel Kleinkram, den man zwischendurch macht. Ja, im Endeffekt. Die Frage ist, ob wir jetzt davon Sachen gemacht haben, die nicht hätten sein müssen. Maske zum Beispiel. Aber. Also die Flasche halte ich eigentlich immer für sehr notwendig. Ich habe auch immer geguckt, dass ich möglichst alle Flaschen bekomme. Also 3 hatte ich auf jeden Fall immer. Die hier aus Kakariko. Die man sowieso standardmäßig im Spieleverlauf bekommt, die eine. Und ich glaube, die Superhüter. Aus dem Stegreif weiß ich jetzt auch gerade gar nicht, wo es die vierte gibt. Wo gab es die vierte Flasche? Ich komme gerade nicht drauf. Na. Es wird mir wieder einfallen, bin ich mir ziemlich sicher. Halt. Wenn wir es uns schon gekauft haben, können wir es auch anlegen. Geht eh nicht, also wir können uns eh nur so ducken. Gebirgsfahrt, wuhu. Oh. Gibst du mir ein Herz? Natürlich nicht. Ich hab's heute nicht so mit den Viechern. Das gibt's doch nicht. Oh, da ist eine Skulptur dahinter. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ich stell mich aber auch gerade dämlich an bei den Drecksteilen. Geht doch. Da ist ein Herzteil, da komme ich später irgendwann mal hin. Hier kommt mir unter Garantie gleich ein Gorone entgegen. Später, wenn wir Bomben haben, müssen wir auch noch weiter hoch, weil ohne Bomben komme ich da eh nicht weiter. Und tschüss. Da oben ist nämlich die große Fee. Da kann man, glaube ich, auch was freisprengen. Und ja, ihr hört überall eine Kuh. Die sind teilweise unter der Erde in Löchern. Ich nenne sie gern Erdkühe. Und geben die Milch. Goronia, sehr schön. Hui. Hui. Und hinab. So, damit kommen wir erstmal rein. Später müssen wir hier unten die Fackeln noch anzünden. Hallo, Darunia. Was? Wer bist du? Als ich das Lied der Königsfamilie hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Hat Darunia, der Führer der Goronen, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Ich kann es nicht glauben. Geh zurück ins Schloss und sag dem König, er soll mir einen richtigen Mann schicken. Du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Dämonische Kreaturen sind in Dodongos Höhle eingedrungen. Die Dodongo-Blumenernte war schlecht. Und zudem leidet mein Volk Hunger. Doch wie dem auch sei, dies ist Sache der Goronen. Wir sind zu stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Mach dich locker, mach dich locker. Mach dich einfach locker.
Wow! Das groovt! Yeah, yeah, yeah! Ein heißer Beat! Hui! Okay, die Stimme passt nicht ganz zu einem Goron, ich weiß. So, kriegen wir uns wieder ein. Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Ich bin Darunia. Ich bin der Anführer der Goronen. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Wie? Du suchst den heiligen Stein des Feuers? Der heilige Stein des Feuers, auch als Goronenopal bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann ihn dir erst geben, wenn du meinem Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dodongos Höhle vertreibst. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühe soll der heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Goronen, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst du sogar schwere Dinge wie Donnerblumen mit A heben. Yeah, hey! Sehr schön. So, kommen wir zum amüsanten Teil. Also so amüsant war er, glaube ich, gar nicht. Oh, geschafft. So. Hui, der Bug ist so toll. Theoretisch kann ich damit jetzt auch den Laden freispringen. Indem ich da einfach vorbeilaufe. Aber da dürfte eigentlich nichts drin sein. Was ich jetzt kaufen könnte, wollen würde, müsste. Die rote Rüstung kann ich jetzt eh noch nicht kaufen, weil sie AE teurer als 99 Rubine ist, wenn ich mich entsinne. Ja, siehst du, kann ich eh noch nicht. Also von daher, dafür habe ich gerade keinen Platz. Das kriege ich auch anders, bin ich der Meinung. Und ich habe noch keine Bombentasche. Okay, gut. Also viel kaufen kann ich hier eh gerade nicht. Aber wir könnten versuchen, uns das Herzteil hier zu besorgen. Oh, schön. Das siehst du, sage ich. Hätte ich jetzt 10 Rubine fürs Herz ausgegeben, hätte ich mich maßlos geärgert. Okay. Ich kann versuchen. Ach, shit. Okay. Versuchen wir es nochmal. Also, wenn ich die Bombe da reintreffe, dann sollte theoretisch was rauskommen. Ach Mann, ich hab's gerade nicht so mit dem Ziel, ne? Ach fuck. Ich brauch zu lange, bis er wieder. Ja, das könnte vielleicht was werden. Ach, wieder nicht. Das ist doch unglaublich. So, jetzt ist er vorne. Jetzt. Ja, Treffer. Ich glaube, da kam ein Herz heraus. Ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher, aber... Ja! Und Rubine! Die ich nicht brauche, aber egal. Juhu! Wie viel haben wir jetzt? Oder war das unser erstes Herzteil? Oh. Okay. Gut. Dann gucken wir jetzt, dass wir uns den Zugang zu Dodongos Höhle... freimachen. Gut, Rubine brauchen wir ja nicht.
Wir sind ja reich. So, ich glaube, da ging's raus. Ja, auf in die Nacht. Ups, reicht das? Ja. Hab zwar auch das Schild kaputt gemacht, aber scheiß drauf. Ah, ich lerne das nicht. Komm ich da? Oh, lauf. Komm ich da? Ha! Wie cool! Okay, das habe ich noch nie gemacht. Wie geil. Das Herzteil kommst du eigentlich nur ran, wenn du unten einen Samen säst. Damit du... Wie geil ist das denn? Iso cheated. Oh, den Part nenne ich so. Ist das geil. Alles klar. Gut. Gut, wir sind hier safe. Alles klar. Bevor wir jetzt weiter vorangehen, sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Let's Play. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ocarina of Time. Oh weh. Wird Zeit, dass ich hier eine Pause mache. Alles klar. Bis dann. Ciao.